Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute gibt's mal ein kleines Update zu meinen Ausmalbüchern, was ich bis jetzt schon diesen Monat geschafft habe. Und ja, wie es mir dabei ergangen ist und was ich schon für Fortschritte gemacht habe. Wie gesagt, Ende des Monats oder Anfang August gibt's dann nochmal ein Video mit meinen kompletten Seiten, die ich komplett im Juli gezeichnet habe und oder ausgemalt habe. Und jetzt wollte ich euch mal ein kleines Update geben, wie weit ich bis jetzt schon bin. Ja, ihr habt es ja im letzten Video schon gesehen. Mit dem Buch habe ich am Anfang so ein bisschen gestruggelt, weil das ist ja wie so ein Malen nach Zahlen und die Felder waren alle relativ klein. Ich habe ja am Anfang gedacht, das wäre so ein bisschen anders. Wie jetzt zum Beispiel das Buch. Ich hatte ja erst das von Disney gehabt. Das ist ja auch wie so Malen nach Zahlen. Das ist ja dann. Und da waren die Felder ja relativ gut zu erkennen. Auch die Zahlen, alles relativ groß. Und ich habe dann gedacht, dass diese anderen Bücher halt dasselbe sind, nur dass die halt eine etwas größere Farbrange haben, weil bei denen haben die jetzt keine Schatten weiter. Das sind jetzt ganz normal die Zeichnungen halt so ohne Schatten. Und ja, ich habe das mit Buntstift halt ausgemalt und dachte halt, dass diese anderen Bücher von Disney dann auch so sind. Allerdings war ich dann geplättet, wo ich dann gesehen habe, wie klein die Zahlen sind. Also man sieht wirklich fast nichts. Und ich musste mir dann wirklich so eine Lupe auch kaufen. Ich habe da so eine Lupe mit Licht, mit LED. Die kann man dann am Tisch ranschrauben. Die kam um die 20 Euro. Und ja, damit habe ich es dann doch geschafft, irgendwie das zu malen. Ich hatte dann das erste Bild, das war nicht ganz so schwer. Da habe ich dann das hier gemacht. Ja, aber da habe ich dann auch schon fast 2 Tage jetzt gebraucht mit den ganzen kleinen Feldern ausmalen. Ich habe da auch ein paar Fehler gemacht, aber im Nachhinein sieht man die dann nicht mehr. Und im letzten Video hatte ich euch ja auch gezeigt, wie die erste Seite aussah und von da war ich ja völlig baff, weil das so viel war, aber ich habe die dann doch ganz gut hinbekommen. Ja, das sah vorher so aus wie das, also auch nur so ganz kleine Felder mit ganz kleinen Zahlen. Hier war die ziemlich große Farbrange hier unten. Und ja, ich habe da auch fast 3 Tage gebraucht. Ich bin da auch jetzt ein bisschen anders vorgegangen. Ich habe jetzt erstmal mit Schwarz die ganzen Felder mit der 1 mir die Outlines gezogen. Und wo die hier alles mit Brauntönen so nachgezogen habe, habe ich das trotzdem erstmal alles mit Schwarz gemacht, damit ich erstmal die Umrisse ungefähr sehe, wo was ist. Ja, am meisten gestruggelt habe ich jetzt hier mit dem Rock. Das waren so kleine Felder und manchmal hat man wirklich nicht mal gesehen, was wo reinkommt. Und da habe ich dann hier unten die Dreiecke einfach mit Beige ausgemalt. Ich bin dann nochmal mit Weiß reingegangen. Aber im Endeffekt bin ich ganz zufrieden mit dem Bild. Das ist jetzt mit den Castle Arts ausgemalt. Und ja, ich muss auch mal sehen, ob ich diesen Monat das noch schaffe, irgendwie noch ein Bild, ein weiteres aus dem Buch zu malen. Weil ich muss wirklich sagen, mir gefällt zwar jetzt das Endergebnis, aber nach dieser Seite war ich klinisch tot und hatte überhaupt keinen Bock mehr, noch irgendwas auszumalen oder einen Stift in die Hand zu nehmen. Trotzdem gefällt mir das Ergebnis sehr gut und ich werde mal sehen, ob ich vielleicht noch weitere Bilder da drin male. Ja. Weiter ging es dann mit dem Fashion Coloring Book von der Alberta Rose. Hatte ich ja euch auch schon letzten Monat ein paar gezeigt. Da hat mir halt der Zeichenstil sehr gut gefallen. Und ich bin da halt mit Alkoholmarkern reingegangen. Auch bei dem Bild hier. Ja, ich fand halt den Zeichenstil sehr schön. Und bis jetzt habe ich diesen Monat das Bild hier gemalt. Weiter habe ich es bis jetzt auch noch nicht geschafft, weil ich war dann irgendwie auch Kasten alle. Wie gesagt, nach dem Disney-Fiasko war ich dann erstmal fix in alle. Und ich muss mich dann wirklich auch mal dran gewöhnen, dass ich jetzt ein Bild nicht unbedingt an einem Tag schaffe. Oder in 2, 3 Stunden, wie bei denen, weil die sind relativ einfach auszumalen. Und da ist man dann auch so nach einer Stunde, anderthalb, 2 Stunden auch schon mal fertig. Wo man dann hingegen bei den anderen mit Buntstiften halt wirklich sehr lange braucht. Ja, das ist das Alberta Rose Fashion Coloring Book, das gab es auch bei Amazon, das müsste eigentlich auch noch erhältlich sein. Wie gesagt, das ist jetzt keine Werbung, weil ich habe das alles selbst bezahlt. Ich werde auch nicht finanziert, die habe ich mir alles selber rausgesucht und auch alle selbst bezahlt. Ja, dann hatte ich dieses Ayukami Kei 101 Neko Girls Coloring Book, das hatte ich euch auch schon im letzten Video gezeigt. Da hatte ich, wie gesagt, auch schon die 2 Seiten ausgemalt. Das waren mal die und die. Und jetzt im Juli habe ich es mit der geschafft. Da habe ich dann auch mal eine etwas andere Technik ausprobiert. Ich habe das alles mit Alkoholmarker erstmal in einer Farbe ausgemalt, also nur gelb, dann nur das Türkis und so. Und die Schattierungen, die habe ich dann einfach mit den Castle Arts Buntstiften gemacht, gerade das Blond. Und ich finde, das sieht eigentlich richtig gut aus. Sieht für mich viel sauberer aus. Und ich habe auch eine bessere Kontrolle, wo ich jetzt so einen Schatten hinsetze, weil bei dem
sieht man jetzt, da laufen auch viel die Schatten so aus. Auch hier, das läuft dann so drüber. Da hat man dann nicht so die Kontrolle drüber, wenn ich das jetzt alles mit Alkoholmarkern auch schattieren würde. Und manchmal hat man jetzt auch nicht so die passende Farbe. Gut, ich habe jetzt eine ganze Menge an Alkoholmarkern, aber manchmal passt es halt doch nicht. Und mit den Buntstiften, ich fand es da halt einfach sauberer, schöner aus und auch irgendwie softer. Also ich wollte so einen Soft-Touch haben und das habe ich mit dem dann auch ganz gut geschafft. Ja, das war es dann auch schon mit dem. Das andere habe ich auch noch nicht geschafft. Dann hatte ich dieses Boys Couple Anime Boys Couple Coloring Book. Ist auch von der Ayukami Case, von dasselben wie das Katzenbuch. Hinten hat mir dann auch nochmal die Images. Ja, das kam, glaube ich, auch so um die 10 Euro. Ist auch relativ dick, wenn man das so im Gegensatz zu den anderen Büchern sieht. Ja, da habe ich das dann auch nochmal ausprobiert, weil ich halt die Technik richtig cool fand. Erst mit dem Alkoholmarkern und dann das Ganze nochmal mit den Castle Arts Buntstiften. Gerade bei den blonden Haaren, da hatte ich dann so ein ganz helles Gelb genommen für den Alkoholmarkern und habe das dann mit so einem ganz zarten Braunton schattiert. Und ich finde, das sieht dann richtig aus wie blonde Haare. Nicht, wenn man das einfach so mit Gelb und Quietschgelb ausmalt, sondern das hat dann schon eher was von blond. Und hier hatte ich auch das erste Mal mit so einem Farbschema gearbeitet. Ich hatte mir bei Pinterest so eine Farbpalette dann ausgesucht, was mir von den Farben her was so zusammenpasst, weil manchmal ist man ja so am Struggeln, welche Farben passen gut zusammen und welche nicht. Und manchmal malt man irgendwas aus und am Endeffekt denkt man, das passt gar nicht so richtig. Und ich hatte mir dann so eine Farbrange dann rausgesucht, was so gut zusammenpassen könnte und habe dann so das danach ausgemalt. Und ja, ich finde, das passt gut zusammen. Das ist auch sehr harmonisch. Ja, ich habe überlegt, wie ich die Jacke mache, ob ich die jetzt auch in so einem Braunton oder Rosaton mache, aber das wäre dann vielleicht zu langweilig geworden. Deshalb habe ich dann diesen Mintton noch mit reingebracht, weil ich fand, es passt dann auch gut zu seinen Augen. Und das hat das ganze Bild dann noch ein bisschen aufgefrischt. Und ich finde, so Mint, Rosa und Braun, es passt eigentlich doch ganz gut zusammen. Ja, das war bis jetzt der Stand aus diesem Ausmalbuch. Dann hatte ich mir ja von der Carla Magana die Tropicof Coloring Books bestellt, also das eine. Und dann auch noch so ein anderes Bell Pipistrel. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Ja, am Anfang war ich da richtig gehypt, wo ich die gesehen habe. Und bis jetzt habe ich leider nur eine Seite ausgemalt. Ich habe auch schon überlegt, ob ich hier vorne die Seite ausmale. Das werde ich wahrscheinlich dann auch irgendwann mal machen, wenn ich Zeit und Lust dazu habe. Wie gesagt, jetzt habe ich erstmal 2 Wochen Urlaub. Da würde man denken, ja, man hat Zeit, aber ich bin da eigentlich auch viel unterwegs und ich denke mal, bei dem schönen Wetter wäre dann vielleicht auch nicht viel wären. Ja, hier, das kann man auch noch ausmalen. Und ich habe das jetzt erstmal die Seite ausprobiert. Da habe ich, wie gesagt, mal auch wieder so eine Color-Palette rausgesucht, was so gut zusammenpassen könnte oder was auch an Kontrasten das alles so ein bisschen hergibt. Wie gesagt, das Papier ist sehr, sehr dünn. Man sieht ja schon das nächste Bild so ein bisschen durch. Also ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber man sieht schon die Schuhe von der nachfolgenden. Ja, und hier hatte ich mir, wie gesagt, auch wieder so eine Farbpalette rausgesucht und ich finde die auch mega. Und auch die ganze Illustration, das hat einfach so nach den knalligen Farben geschrien und ich finde halt auch ihren Stil wunderschön. Und ja, das ist dann die nächste Seite. Mal gucken, ob ich die noch diesen Monat schaffe. Ansonsten, ich glaube, das sind 25 Images drin. Das wird dann vielleicht auch so ein Buch werden, was man dann irgendwann auch mal voll bekommt, weil das ist ja auch mein Ziel, irgendwann mal so ein Coloring Book voll zu bekommen, dass man wie so ein Artbook hat. Ja, das war das Carla Magana Coloring Book. Ja, und von ihr habe ich dann auch noch eins gekauft. Das war das Belle Pipistrelle Coloring Book. Das hatte ich euch ja schon das letzte Mal gezeigt. Das ist auch von derselben Zeichnerin, oder? Ja, aber wie gesagt, da bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen, leider. Aber die Illustration, ja, hier sieht man nochmal, was es noch so für Bücher von ihr gibt. Die gibt es bei Amazon. Da hat die auch so einen eigenen, das heißt eigenen Shop, aber man kann dann auf den Namen gehen und dann zeigt sie die ganzen Werke an. Ja, das ist dann das erste Bild von ihr, aber das hat mich so ein bisschen noch abgeschreckt, weil man dann halt auch noch Hintergrund hat und auch ein paar mehr Details. Und wie gesagt, nach dem Disney-Bild war ich dann auch erstmal wie klinisch tot. Aber ich freue mich dann schon, wenn ich mich so ein bisschen erholt habe und dann wieder neue Motivation habe, dann auch diese Bilder dann auszumalen. Das ist ja so ein bisschen Fledermaus-Gothic-Thema auch. Ja, haben wir auch eine Fledermaus mal so mit drin. Und da bin ich dann auch schon gespannt, wie ich das dann irgendwann mal hinbekomme. Und
Ja, wie gesagt, man nimmt sich immer viel zu viel vor und hat dann aber irgendwie nie so richtig die Zeit. Und wenn, dann denkt man ja, jetzt musst du auch nicht erst anfangen, es wird sowieso nicht fertig. Also ich muss mich wirklich von den Gedanken befreien, ein Bild unbedingt an einem Tag oder einer Stunde fertig malen zu müssen. Also man kann sich da auch ruhig etwas mehr Zeit lassen. Ja, hier sind jetzt die ganzen Bilder drauf und das Ausmalen ist ja für mich eigentlich auch zur Entspannung gedacht, damit ich mal ein bisschen auf andere Gedanken komme und nicht immer nur an Arbeit denke oder an irgendwas anderes. Und da muss man dann auch ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht zu viel vornimmt. Ja, das Buch hatte ich mir auch letzten Monat gekauft. Das hatte ich euch ja auch schon im letzten Video gezeigt. Da habe ich es jetzt auch schon geschafft. Das sind Chibi Kawaii Cat Boys von Iron Zen. Von denen gibt es auch noch mehrere Mal Bücher, wo ich auch schon überlege, ob ich mir da welche hole, weil die auch wirklich schön gestaltet sind. Ja, und da habe ich bis jetzt erst auch nur eine Seite ausgemalt, aber die hat mir besonders gut gefallen. Das war dieser kleine Kerl hier, so ein Katzenjunge. Ja, und auch da habe ich es wieder gemacht mit so einer Farbpalette, die mir sehr gut gefallen hat. Und wie gesagt, ich habe ihm jetzt rosane Haare gegeben, dann auch diese lilanen Katzenohren und lila Pulli. Und als Kontrast hierzu halt diese gelbe Jacke. Und im Hintergrund habe ich dann noch so einen Kreis gemacht, in richtig Hot Pink, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, das finde ich eigentlich richtig cool. Das Bild, ich finde ihn auch mega cute, wie der jetzt hier so guckt und so. Und das sind halt auch mega schöne Illustrationen jetzt drin in diesem Buch. Ja, hier, das ist dann der nächste. Den wollte ich dann so ein bisschen orange und blau machen. Da erinnert mich so ein bisschen an Haikyuu, an die Anime-Serie mit dem Volleyball. Gut, das ist jetzt ein Cheerleader, aber trotzdem. Hier haben wir jetzt mal eine komplette Katze mit Umhang. Finde ich auch ganz nett. Ja, und hier haben wir halt so Katzenjungs mit Öhrchen und halt so Streetwear. Das sieht auch, das ist eigentlich gar kein Junge, weil, obwohl ich weiß es nicht, das sind Chibi Kawaii Cat Boys. Doch, es müsste eigentlich ein Junge sein. Ich dachte, das ist ein Mädchen wegen den Zöpfen. Aber Jungs können ja auch Zöpfe tragen, von daher ist alles gut. Oder hier als Maid verkleidet. Ja, oh, hier weint einer. Ja, das sind mega süße Illustrationen und so drin. Also, finde ich schon ganz cool gemacht. Hier nochmal als Feuerwehrjunge verkleidet. Das sind richtig schöne Illustrationen drin. Die dauern auch nicht so lange. Die haben jetzt nicht ganz so viele Details. Ja, hier hinten haben wir dann nochmal so eine kleine Übersicht, was so drin ist. Und ja, die gehen eigentlich relativ schnell und auch leicht auszumalen. Das Buch kann ich auch jedem empfehlen. Ja, Chibi Kawaii Cat Boys von Iron Zen. Ja, und zu guter Letzt hatte ich mir ja dann noch Weird Couples von Kukuwayo bestellt. Da habe ich bis jetzt leider noch nichts ausgemalt. Ich fand das Bild aber oder das Buch allgemein in der Vorstellung bei YouTube so richtig cool, weil das mal ein anderer Stil ist. Es ist wirklich mal was anderes. Ja, die sehen halt wirklich ein bisschen gruselig aus, aber halt auch richtig cute. Irgendwie hat es mir da angetan und ja, ich hoffe, dass ich diesen Monat noch schaffe, hier ein Bild drin auszumalen. Wenn ja, ihr werdet es ja dann in der Monatszusammenfassung sehen. Ich habe auch noch ein paar andere Malbücher, wo ich jetzt auch noch Sachen schon ausgemalt habe, die ich euch jetzt noch nicht gezeigt habe, weil ich wollte euch jetzt auch nicht alles zeigen, weil es soll ja dann doch noch eine Überraschung bleiben, damit ihr das andere Video auch noch guckt, was ich alles noch so in dem Monat geschafft habe. Ja, hier sind dann immer, das ist immer dasselbe Pärchen, aber die sind dann so in verschiedenen Alltagssituationen drin, wie die sich auf ein Date vorbereiten, wie die jetzt ihr erstes Date miteinander gestalten und so weiter und so fort. Also das finde ich auch mega. Auch vom Stil her finde ich das mal was ganz anderes. Richtig schön. Ja, und auch so von der Idee her. Ja, ich muss mal gucken, ob es da noch mehrere Bücher in dem Stil von gibt, weil es hat es mir schon ein bisschen angetan. Wie gesagt, ich werde. Wenn es jetzt vielleicht nicht im Sommer passt, für den Herbst, für Halloween, sind das auch schöne Seiten zum Ausmalen. Es sind halt auch ein paar mehr Details. Also ich denke mal, an manchen Seiten wird man dann auch schon so ein bisschen länger sitzen. Aber wie gesagt, das Pärchen finde ich schon mega. Hier haben wir nochmal so ein paar Illustrationen, wie man die dann auch ausmalen kann. Und wie gesagt, das Ganze ist von Kukuwayo und auch bei Amazon erhältlich, Weird Couple Coloring Book. Ja, Leute, das war ein Update zu meinen Ausmalbüchern, zu den Seiten, die ich bis jetzt geschafft habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und ihr könnt auch mal bei TikTok vorbeigucken, Lars Sykes. Da habe ich auch so Videos mit meinen Bildern, die ich selbst gemalt habe. Also nicht nur von den Ausmalbüchern, sondern auch von meinen eigenen Bildern. Und wenn ihr wollt, kann ich auch mal eine Sketchbook-Tour machen durch meine zwei Sketchbooks, die ich bis jetzt habe. Schwieriges Wort.
Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis denne. Ciao.